So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Herr Stadtrat. Schön, dass Sie da sind zur offiziellen Eröffnung des Themengartens zur Weltmeisterschaft Welcome 2011 Bad Nauheim-Friedberg. Ich habe die große Freude, Sie heute hier oder Ihnen heute die Eröffnung erklären zu dürfen, ein bisschen moderieren zu dürfen. Mein Name ist Stefan Fischer, ich bin Verkaufs- und Marketingdirektor im Deutsch Hotel in Bad Nauheim und Mitglied des Initiativkreises 2011, Welcome 2011. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf, da wir ja aus der Historie heraus schon mit 2006 große Erfolge gefeiert haben hier in der Region. Sie wissen es wahrscheinlich, dass wir die saudi-arabische Nationalmannschaft jetzt zu Gast hatten hier in der Region. Und darauf aufbauend war es natürlich sehr einfach zu sagen, ja, dann wollen wir doch mal mit 2011 gleich weitermachen. So, 2011 steht praktisch vor der Tür. Wir haben mit dem Initiativkreis zur Landesgartenschau, wie Sie ja sehen, wir sitzen ja schon mittendrin, den Themengarten zur Welcome 2011, den Initiativkreis gestaltet. Und wir haben einige Herrschaften dabei, also auch die Vertreter der Presse, die dabei sind, möchte ich natürlich sagen, wen wir denn heute dabei haben, und ich würde mich sehr freuen, wenn diejenigen auch gerne mit nach vorne kommen. Zum einen darf ich begrüßen den Bürgermeister der Stadt Bad Nauheim, Herrn Bernd Witzel. Den Bürgermeister der Stadt Friedberg, Herrn Michael Keller. Kommen Sie gerne zu mir. Gerne. Und natürlich den Bürgermeister der Gemeinde Obermörlen, Herrn Siegbert Steffen. Und ebenfalls im Initiativkreis sehr aktiv sogar, der erste Stadtrat der Stadt Bad Nauheim, Herrn Armin Häuser. Und wir haben natürlich auch diejenigen, und die dürfen wir natürlich überhaupt nicht vergessen, diejenigen, die sich nämlich hier an diesem Garten zu schaffen gemacht haben. Und das über eine sehr, sehr lange Zeit. Nämlich die Erbauer des Gartens, Planer des Gartens, Herrn Frank Ludwig mit seinem Team Thorsten Laut, Michael Odenbeller und Heiko Steinhauer. Last but not least gibt es jetzt zwei Sachen, die wir natürlich hier gerne eröffnen möchten. Nämlich zum einen, und wir haben sie alle schon gesehen, steht neben uns die Frau Silke Rottenberg. Und was soll ich großartig dazu sagen? Ja. Wenn ich anfange, die Titel aufzuzählen, werden wir uns wahrscheinlich hier noch etwas länger unterhalten. Das heißt, ich mache es mal kurz: Weltmeisterin, Deutsche Meisterin, Pokalsiegerin, Welttorhüterin, die erfolgreichste Spielerin im Deutschen Fußballbund. Kann ich so auf den Punkt bringen? Ich denke, da haben wir viele erfolgreiche Frauen, aber ich denke, die Titel sind schon genug, ja. Wer es gerne nachlesen möchte, selbstverständlich haben wir hier an der rechten Seite eine kleine Vita, oder, ja, ich glaube, es ist komplett, oder? Es steht alles drauf. Von der Frau Silke Rottenberg, und die Frau Silke Rottenberg ist damit dann heute auch jetzt gleich die erste Spielerin, die nämlich mit dem Erbauer, denn wir haben ja hier in dem Garten ein Thema aufgegriffen, und Sie sehen das Tor. Sie sehen eine Spielerin, die nicht verhüllt ist. Diese Spielerin soll ja wir darstellen, also wir als diejenigen, die genau, ja, wir diejenigen, die Zuschauer, diejenigen, die Fans und so weiter. Aber im Tor, Vorsicht, da steht jemand ganz Besonderes, und damit haben wir mit einem Künstler, einem Holzkünstler, Herrn Hanno Lehmann. Ein Künstler gefunden, der gesagt hat, und jetzt werden wir nach so einer erfolgreichen Person, die so erfolgreich im Sport ist, die erfolgreichste Sportlerin, die wir im Deutschen Fußballbund haben, eine Statue bauen. Die haben Sie noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, die Gesichtsform ist passend. Im Nachgang können Sie das gerne mit dem Künstler besprechen. Und ich darf Sie beide jetzt gerne bitten,
die Figur zu enthüllen und uns zu zeigen, ob denn da die Ähnlichkeit besteht. Bitte schreiten Sie zur Tat. Ja, komm mal. Ich habe keinen Tusch. Und da haben wir Frau Rottenberg. Super, und damit haben wir die erste Fußballerin weltweit, glaube ich, die eine eigene Statue hat. Und die zur Landesgartenschau hier in Bad Nauheim. So, sehr gut, klasse. Des Weiteren darf ich dann einmal den Herrn Armin Häuser bitten, ein paar Worte zu sagen zum Initiativkreis und natürlich auch zum Dankeschön. Ja, sehr verehrte Frau Rottenberg, sehr geehrter Herr Fischer, sehr geehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir freuen uns natürlich, dass wir an so einem wunderschönen Tag, an dem wir eines der ganz großen Ereignisse hier in der Region eröffnen und bei so wunderschönem Wetter, dass wir natürlich hier mehrere Gelegenheiten und Möglichkeiten haben, sozusagen darauf hinzuweisen, dass Bad Nauheim nicht nur während der Landesgartenschau lebens- und liebenswert ist, sondern dass es auch danach mit Ereignissen weitergeht. Und eines dieser Ereignisse ist die Frauen-WM 2011. Und wir als Region Bad Nauheim, Fitzberg, Obermalen, deshalb auch ganz, ganz herzlichen Dank an die Bürgermeister, die hier vertreten sind, haben uns als Region beworben aufgrund der guten Erfahrung, der Fischer hat es gesagt, die wir 2006 bei der Männer-WM gemacht haben. Der Initiativkreis ist sehr engagiert. Wir haben sehr viele Akteure aus der Wirtschaft, von Organisationen, von Verbänden, die IHK ist mit vertreten. Und der eigentlich diese schwierige Aufgabe hat, all diese Ideen zu bündeln, die Personen bei Laune zu halten, und dafür zu sorgen, dass diese Initiativkreis wirklich auch kontinuierlich engagiert arbeitet. Er ist leider heute nicht da, aber ich möchte trotzdem erwähnen, das ist der Günther Wagner vom Institut für Sporternährung, dem ich einen ganz besonderen Applaus geben. Ja, wir sind sehr froh, dass wir hier im Themengarten 11 sind. Das Motto, Welcome to Bad Nauheim-Fritzberg. Wir haben aufgeführt, dass es 11 gute Gründe gibt, hier Gast zu sein als teilnehmende WM-Mannschaft. Wie gesagt, wir haben Erfahrung, wir sind sportbegeistert und gerade die Nähe Fritzberg, Bad Nauheim, die Stärken, die beiden Städte miteinander verbindet, sind ideal. Die Nähe zum Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt ist der Endspielort. Von daher glauben wir, dass wir gute Chancen haben, wenn denn mal klar ist, wer sich alles qualifiziert hat, außer der deutschen Nationalmannschaft natürlich. Dass wir dann auch sicherlich eine Chance haben, Gastgeber zu sein. Und wir würden natürlich auch besonders gerne die deutsche Nationalmannschaft hier als Gastgeber begrüßen. Aber wichtiger wäre uns dann, dass sie in Frankfurt dann zum Endspiel wäre. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank allen, die dazu mitgewirkt haben, dass es hier diesen hübschen Themengarten gibt. Der soll auch interaktiv sein, das sehen Sie. Auch für einen Sportmuffel wie mich, aus Zeitgründen Sportmuffel, früher mal Fußball gespielt. Denke ich, ist ein Tischkicker eine ideale Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten, in Wettbewerb miteinander zu treten. Und ich glaube, das ist deshalb auch eine ganz spannende Geschichte hier im Themengarten 11. Ich hoffe und wünsche, dass es natürlich die vielen, vielen Besucher, die wir hier in den nächsten 162 Tagen, die wir noch vor uns haben, hier zur Landesgartenschau kommen, dass sie hier auch viele Anregungen mitnehmen und dass sie hier im Themengarten 11 auch schon ein bisschen Lust bekommen auf die Frauen-WM 2011 nächstes Jahr. Und ich wünsche Silke Rottenberg und ihren Nachfolgerinnen, dass sie alle sehr, sehr erfolgreich sind und dass wir eine erfolgreiche WM 2011 haben, wir als Gastgeber hier in der Region und die deutsche Nationalmannschaft als alter und neuer Weltmeister. In diesem Sinne, alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Reuter. Als nächsten Redner darf ich den Herrn Bürgermeister Bistel das Mikrofon überreichen. Ja, sehr geehrter Herr Fischer, sehr geehrte Frau Rottenberg, Sie wurden mir angekündigt als die Torfrau nicht nur von Deutschland, sondern dass Sie erfolgreicher sind in allen Belangen wie Oliver Kahn. Ja. Und das ist schon was Besonderes heute zur Eröffnung der Landesgartenschau. Ich darf das Ganze aber noch ergänzen. Wir haben auch den erfolgreichsten Trainer, den Bad Nauheim je im Damenfußball hat hier. Ich freue mich, dass Herr Zelf heute hier ist.
Wenn ich ihn sehe, liebe Frau Rottenberg, denke ich immer daran, als ich noch beim Arbeitsamt in Gießen beschäftigt war. Damals durften wir mal vom Arbeitsamt gegen die Damenmannschaft von Bad Nauheim antreten. Damals war ich noch nicht operiert, ja, und ein paar Jahre jünger. Wir haben 3-2 verloren damals. Ja. Na, wir haben 2 Tore extra reingelassen, wollen wir so. Aber wir haben richtig verloren und das hat aber